Erwartet Sie schon? Ja, danke schön. Ah, Felix hat natürlich wieder für die Action gesorgt, den zweiten Lauf. Ja. Oh, da ist wieder jedem die Spucke weggeblieben, also von dem her total. Ja. Was sagen Sie denn zu der Situation, dass ein bisschen zu spät da die Stelle abgetragen wurde? Bei Stefan war es schon ein bisschen zu sehen, bei Felix dann richtig? Wir haben eben ja beide schon gesagt, dass es eben, dass wir nicht leichter die Tour machen können, von Felix auch. Ja, gut, was machen. Aber sehr akrobatisch, nicht so schlecht. Ja, wir haben auch kann. Also, großer Respekt von Felix, dass er das noch abgefangen hat. Und ja, ich glaube, mit 36 kann man schon in Anbetracht der Umstände sehr gut zu finden. Ja. Absolut, also wirklich. Die Situation mit meinem Knie vorher und auch mit dem Fehler trotzdem noch Sechster zu sein, ist, denke ich, schon absolut gut. Schlag aufs Knie, was heißt das für Dienstag? Ja, das muss man jetzt abwarten. Einfach, ich muss jetzt. Treffen wir hier gleich mit unserem Physio und dann. Wunderbar, und jetzt richtiges Klassentreffen, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Stefan, wir nehmen mal. Ist mir wurscht, jetzt reden wir über den Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein bisschen Kopf geschüttelt eben unten im Ziel. Haben Sie es heute Morgen beim Aufstehen noch nicht so erwartet, dass das hier heute passiert? Ja, absolut nicht. Also morgen kann man das eh nur nicht vorher sagen. Und klar, wenn Hirsche und Pinterone rumstehen, dann bin ich schon davon ausgegangen, dass es jetzt der Vierte wird. Wäre ja auch super zufrieden gewesen, aber dass es so ausgeht, ist schon Wahnsinn. Wie anstrengend war es? Ah, sehr anstrengend. Ja, und hier vor der Kulisse in Garmisch, die pushen einen dann schon ein Stück? Ja, absolut. Also die haben echt gutes Tempo da runter. Man hat schon Ausfahrtsteigen, hat man gehört, dass sie Gas geben und da habe ich versucht, aber nochmal alles rauszuholen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Was machen denn die drei Herren heute noch, um mal so ein bisschen in die Zukunft, in die nahe Zukunft zu blicken? Gibt es da noch ein Kaffeekränzchen heute Nachmittag oder zieht jeder seine Wege? Also, vor der Arbeit ist nach der Arbeit. Ich muss jetzt noch ein paar Hände schütteln und ein paar Sachen erledigen und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal mich ausruhen kann. Dann muss der Physio noch drüber schauen und ich glaube, der Stefan, der darf heute auch noch ein paar Hände schütteln. Ich glaube auch. Und ordentlich feiern. Vielen Dank dir, Jan. Das war ein tolles Erlebnis hier heute in Garmisch-Partenkirchen. Wir sind durch für heute. Und gehen jetzt ab 20 Kilometer weiter nach Seefeld in Tirol, der dritte Tag. Er drückt sich einfach auf seine Sprintpunkte, lässt die Kollegen rankommen, läuft mit ihnen, spart vielleicht sehr viel Energie bis dahin und kauft ihnen dann allen wieder den Schneid ab. Sie haben ihn hier im Blick, Erik Frenzel und die beiden Österreicher. Und Frenzel setzt sich hier schon ab von Bernhard Gruber und Mario Seidel, so hat es den Eindruck. 17,5 Sekunden, dieses deutsche Duell. Gestern hat Johannes Ritzek Erik Frenzel das gelbe Trikot abgenommen, des Gesamtweltcup-Führenden. Die beiden trennen nur 6 Punkte im Gesamtweltcup. Heute gibt es 200 für den Sieger, also doppelte Punktzahl. Für den zweiten dann, der man normalerweise 80 bekommt. Sprünge und der 15 Kilometer Langlauf. So wurde viele Jahre die nordische Kombination ausgetragen. Zu Hermann Weinbuchszeiten natürlich. Da ging es sogar über 2 Tage hinweg. An einem Tag das Springen, am anderen Tag das Laufen. Das war noch richtig gemütlich. Hermann Weinbuch war dies auch noch das bestimmende Format dieses Gündersen. 2 Sprünge, 15 Kilometer Langlauf. Da gab es einen Massenstart. Hat man verworfen. Erst laufen, dann springen. War zu kompliziert. Genauso der Hurricane-Start. Alles Schnee von gestern. Aber dieses Format mit dem 50 Kilometer Langlauf zieht das Feld auseinander nach dem Springen. Und die Langläufer haben dann dort mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Mühe. Was er zu Beginn angeschlagen hat. Runde 3 von 6.
Wie weit ist Erik Frenzel noch weg von Johannes Witzek? Nach hinten besteht keine Gefahr. Da belauern sich die beiden Österreicher. Marius hat sich ja vor 2 Jahren hier sein wackendes Duell geliefert mit Erik Frenzel und ist verloren. Bei der Wiesle 1 Minute 59 kommt auch nicht mehr. Also 1 Minute 34. Das zeigt, welches hohe Tempo Johannes Witzek da am Start losgelegt hat. Wir haben ihn, den Mann im gelben Trikot, in der Saison seiner Karriere. War noch nie so konstant und so gut beim Springen.